Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Wasserburger, ich darf Sie wieder recht herzlich zu den Videonachrichten der Wasserburger Stimme begrüßen. Von uns bekommen Sie an dieser Stelle jeden Freitag einen Ausblick auf das Wochenende und die kommende Woche in Stadt- und Altlandkreis. Mein Name ist Jan Fromm und hier bitte ist unser Überblick. Auf Temporadeln für einen guten Zweck. Der Wasserburger Verein Schellensau veranstaltet an diesem Samstag zum 5. Mal seinen 12-Stunden-Spinning-Marathon. Ab 9 Uhr können sich die Teilnehmer im Sportpark Fit & Fun als Einzelstarter oder in der Gruppe sportlich betätigen. Dazu stehen auf den Badminton-Courts des Fit & Fun in Wasserburg 130 Spinning-Bikes zur Verfügung. 12 Instruktoren, die zum Teil bis aus Berlin anreisen, sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. Die Sportveranstaltung gehört inzwischen zum festen Programm bei zahlreichen Teilnehmern und zieht über 150 Radler aus nah und fern an. Wasserburg wackelt wieder, die närrische Jahreszeit nimmt so richtig Fahrt auf am Samstag in der Patriahalle. Wasserburg wackelt. Ein großes Highlight in der Faschingssaison im Altlandkreis. Dabei wird die verrückteste Einlage gesucht und dann auch prämiert. Die Stadtgarde hofft darauf, jung und alt aus den Sesseln hervorzulocken. Für die musikalische Unterhaltung konnte DJ Stefan gewonnen werden. Der Kartenvorverkauf mit Tischreservierung ist noch bis heute Freitag beim Juwelier Rüpp in Wasserburg. Bewusst niedrig gehalten wird die Zahl der Einlagen. Aber dennoch darf selbstverständlich ein Auftritt des Veranstalters und Gastgebers, der Stadtgarde Wasserburg, nicht fehlen. Als Highlight der Veranstaltung wird erstmals also nicht nach der originellsten Polonaise, sondern nach der verrücktesten Faschings-Einlage gesucht. Benefiz-Operngala im Wasserburger Rathaussaal. In die zauberhafte Welt der Oper und Operette führt am morgigen Samstag die Operngala im historischen Wasserburger Rathaussaal. Die Veranstaltung unterstützt den Förderverein Rottmoos. Dargeboten werden unter anderem die Höhepunkte der romantischen Oper und der goldenen Operettenära und damit die Welterfolge der Operngeschichte. Sopranistin Andrea Merlau aus Wasserburg, Opernsoubrette Janina Budenz aus München sowie der Berliner Tenor Benedikt Sindermann und Bariton Toru Iguchi singen bekannte Arien und Duette aus der Freischütz, Carmen, Figaros Hochzeit und der Fledermaus. Hinter der Kunst der Wunsch, den Klimawandel aufzuhalten. Der Arbeitskreis 68 präsentiert die Ausstellung David and Goliath for Paradise Now von Lisa Endres in der Wasserburger Galerie im Ganserhaus. Am morgigen Samstag eröffnet der Arbeitskreis 68 diese Ausstellung. In dem Kunst- und Umweltprojekt kommen unter anderem in fiktiven Doku-Videos Menschen zu Wort, die wegen des Klimawandels nicht zum Mars auswandern möchten. In Deutschland und in den USA. Sie konstruieren deshalb neue Städte in der Wüste und auf dem Wasser und setzen zum Teil fiktive Ideen um. Dabei geht es der Künstlerin nicht um ein Gegeneinander, sondern um die Zusammenarbeit. Verzaubernde Parabel am Theater Wasserburg. Nur ein Tag, die Geschichte für die ganze Familie von Martin Baltscheid, die am Theater Wasserburg zu sehen ist, befasst sich auf ebenso humorvolle wie berührende Art mit dem Lauf des Lebens. Ein Wildschwein und ein Fuchs, zwei liebenswerte Dusselköpfe, lernen eine quirlige kleine Eintagsfliege kennen. Blöderweise finden sie sie ganz schön süß. Blöd finden sie das deshalb, weil sie nicht wissen, wie sie ihr sagen sollen, dass ihr Leben nicht besonders lang dauern wird. Aber da fällt ihnen etwas ein. Nur ein Tag ist noch dreimal am Theater Wasserburg zu sehen. An den Sonntagen 24. Januar, 6. März und 10. April, jeweils um 11 Uhr. Regie führt Jörg
Herwig. Und nun noch, meine Damen und Herren, zum Wetter. Am Wochenende bleibt es meist bewölkt. Die Temperaturen erreichen tagsüber bis zu plus 4 Grad. Nachts können die Minuswerte auch mal bei 7 Grad unter Null liegen. Auch für den Wochenanfang ist kaum Wetterbesserung in Sicht. Trotz alledem, das war unser Videoüberblick fürs Wochenende und die folgenden Tage. Die Wasserburger Stimme, wir alle wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Bis bald. Thank you.